So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PS4-Nachrichten. Ich habe wieder einige Informationen für euch gesammelt und wir fangen gleich an mit meinem Top-Thema. Das ist auch ein Gerücht, aber angeblich soll ein Mafia 3 Release feststehen. Und zwar haben diverse Händler ein Release-Datum gelistet, unter anderem Best Buy, Amazon, GameStop, also große Händler an sich, die alle das gleiche Datum bekannt gegeben haben. Und zwar soll es der 26. April 2016 sein, also der 26.04. Das ist natürlich jetzt ziemlich kritisch, weil kurz danach oder kurz davor oder im gleichen Monat, also ich glaube kurz danach erscheint Uncharted 4. Da muss man sich dann wahrscheinlich erstmal entscheiden, was man zuerst spielt. Für mich ganz klar wird es dann Mafia 3 sein. Ich bin ein riesen Mafia-Fan. Uncharted ist zwar auch natürlich der Burner schlechthin, das will ich gar nicht abstreiten, aber auf Mafia freue ich mich wie ein kleines Kind. Ich habe beide Teile verschlungen und bin, wie gesagt, ein riesen Mafia-Fan. Da führt kein Weg vorbei. Da muss dann Uncharted leider warten. Da zieht Uncharted für mich leider den Kürzeren, weil beides gleichzeitig holen ist für mich in dem Sinne erstmal Quatsch, weil ich ja immer erstmal ein Spiel so weit durchspielen will. Und ja, das wird dann logischerweise Mafia sein. So, wir haben hier noch ein Gerücht und zwar listet Amazon Frankreich ein Release-Datum für Doom. Doom ist ja von Bethesda und kennt jeder. Und zwar ist hier ein Release-Datum angegeben, und zwar der 30. Juni 2016, also der 30.06. Ist für mich ein sehr ungewöhnliches Datum, weil so mitten im Sommer, eigentlich voll im Sommerloch, so ein Kracher raushauen ist. Also da würde ich jetzt nicht drauf spekulieren. Es ist, wie gesagt, ein Gerücht, kann auch ein Platzhalterdatum sein oder ein Druckfehler oder was auch immer. Also das wirklich jetzt mal mit Vorsicht genießen. So, dann gibt es Informationen zu Just Cause 3. Da kommt in diesem Monat, also im Januar, noch ein großer Patch auf euch zu. Und ja, der wird halt einige Fehler beheben, einige Sachen anders machen, beziehungsweise einige Verbesserungen bringen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, was es da zu verbessern gibt, ob es da viele Bugs und Glitches gibt. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es einen großen Patch. So, weiter mit Just Cause 3. Da sind die Arbeiten an dem ersten großen DLC fast abgeschlossen. Der erste große DLC, den man auch im Season Pass erwerben kann, beziehungsweise mit dem Season Pass erwerben kann, lautet Sky Fortress, und der bietet neue Missionen und diverse Überraschungen über den Wolken. Also es handelt sich über einen DLC, der sich stark mit dem Fliegen beschäftigt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja noch nicht gespielt. Werde es wahrscheinlich irgendwann mal nachholen, aber nicht in nächster Zeit. So, dann erscheint im nächsten Monat für mich ganz überraschend ein Spiel. Es ist kein AAA-Titel, aber es handelt sich hier um Agatha Christie The ABC Murders. Das ist ein Adventure. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist. Agatha Christie kennt ja jeder, die Romane bzw. Krimis hat jeder schon mal von gehört. Und ja, das Spiel erscheint am 4. Februar 2016. Und ja, es spielt an Originalschauplätzen. Also ich gehe mal davon aus, dass es halt ein Krimispiel ist, so wie Baphomets Fluch, so wahrscheinlich so ein bisschen, oder wie Sherlock Holmes. So in dem Dreh, sowas wird es sein. Einen Preis weiß ich jetzt nicht, habe ich auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut.
für mich kein 70-Euro-Titel. Aber egal. Ja, Spielzeit soll um die 10 Stunden reine Spielzeit sein. Das heißt, wenn man wahrscheinlich einige Rätsel nicht auf Anhieb löst, würde sich zwischen 10 und 20 Stunden Spielzeit handeln. Wenn man sich vorher einen Guide nimmt, wird es wahrscheinlich 10-11 Stunden Spielzeit haben. Und ja, das ist wahrscheinlich, beziehungsweise das heißt wahrscheinlich, das ist eigentlich ganz in Ordnung für so einen Titel. Und ja, wie gesagt, wenn man sich da, wenn man alles selber rauskriegen will, ist man bestimmt 20 Stunden beschäftigt. So, ein weiteres Gerücht ist ein Release-Datum, noch ein Release-Datum, und zwar von Homefront The Revolution. Laut einem Händler erscheint Homefront am 17. Mai 2016, also der 17.05. Für mich ein gutes Datum. Das ist noch kurz vor der Sommerpause eigentlich. Ja, ich bin Homefront-Fan. Ah, muss ich ja sagen, ich fand den ersten Teil richtig gut. Ich fand die Story gut. Ich fand die Maps gut. Ich fand den Multiplayer-Modus gut. Ich freue mich definitiv auf den zweiten Teil. Ich hoffe, dass es nicht der letzte sein wird. Aber das hängt wahrscheinlich davon ab, wie erfolgreich der wird. Und wie gesagt, da gucken wir einfach. Ja, ist noch ein Gerücht. Es wurde ein Foto gepostet mit einer Vorbestellkarte, so eine Pre-Order-Karte. Kennt jeder, gibt es bei Saturn, gibt es bei Mediamarkt. Gibt es, wie gesagt, bei verschiedenen Verkaufsstellen. Da kriegt man so eine Plastikkarte, wo drauf steht, wann es erscheint. Und man macht eine obligatorische Anzahlung von 1 Euro oder 5 Euro. Und ja, da stand halt drauf, am 17. Mai. Also es wurde schon so gedruckt, dass es am 17. Mai rauskommt. Wie gesagt, ich halte es für realistisch. Wurde ja immer gesagt, Frühjahr 2016 erscheint es. Das ist Frühjahr 2016, also wie gesagt, sehr realistisch. Realistisches Datum. So, eine Information habe ich für euch noch. Und zwar erscheint ja auch bald Tom Clancy's The Division. Und da könnt ihr mal einen Link folgen. Den werde ich jetzt auch mal hier runtersetzen. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Und zwar ist es ein Werbegag von Ubisoft. Und da könnt ihr einen Geldschein nehmen und einscannen oder die Seriennummer eingeben. Und dann könnt ihr schauen, wo der Geldschein herkommt, wie viel Drogen da schon dran waren, wie viele Bakterien da drauf waren, wie alt der Geldschein ist, bla bla bla, wie viel Distanz der zurückgelegt hat und so weiter und so fort. Das ist natürlich mehr als Gag anzusehen und als Werbegag, als Werbeaktion. Könnt ihr ja, wenn ihr mal Langeweile habt, raufschauen. Ich finde es eine coole Idee. Natürlich wird nicht jeder Geldschein auf so und so viel Drogen untersucht. Das werden Statistiken sein, und nehmt es nicht zu ernst, logischerweise. Aber wie gesagt, das ist eine tolle Aktion und ja, auf das Spiel The Division freue ich mich auch schon. Da bin ich sehr gespannt. Ich halte von Ubisoft, ich werde von denen nicht bezahlt, nicht dass ihr das glaubt, aber ich halte von denen sehr viel. Ich werde von den Spielen eigentlich zum größten Teil immer sehr gut unterhalten. Ob es The Crew ist, ob es das neue Assassin's Creed ist, ob es Far Cry ist. Es gibt darunter auch Gurken wie Assassin's Creed Unity, was ich grottenschlecht fand. Weiter fällt mir jetzt eigentlich so großartig nichts ein. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund von Ubisoft. Und ja, ich bin da kein Hater. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oh, gute Zeit. Und ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir die weiteren News haben. Und ja, abonniert meinen Channel, liked meine Videos, schaut meine Videos. Ich habe viele Let's Plays in meinem Kanal und es kommen täglich immer mehr. Ja, zieht euch rein, habt Spaß, kommentiert meine Videos, macht alles, was ihr für richtig haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.